Hallo zu einer neuen Immobilienbesichtigung, heute mit der Sabina Kiefer. Sabina, wo sind wir genau und was schauen wir uns heute gemeinsam an? Wir sind hier auf dem wunderschönen Stuttgart-Rotenberg, inmitten von ganz tollen Aussichten, eines der kleinsten Stadtteile Stuttgarts. Und wir haben hier heute eine 3,5-Zimmer-Maisonette-Wohnung mit 110 Quadratmeter Wohnfläche. Kaufpreis sind 715.000 und die schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier im ersten Obergeschoss der Maisonette-Wohnung sind ja gerade über die Wendeltreppe hier hochgekommen. Das hat mir sehr gut gefallen mit der großen Wendeltreppe. Die ist sehr weit, sehr breit, sehr schön. Der Eigentümer hat hier jetzt die Couch gestellt über Eck, um den Platz hier auch optimal zu nutzen. Gegenüber ist der Fernseher und was natürlich jetzt schön ist, ist die wunderschöne Aussicht auf die Weinberge. Abends ein wunderschönes Ambiente, tagsüber schön hell. Und ich würde jetzt sagen, lass uns doch mal die Aussicht anschauen. Alles klar. Nun haben wir hier das Highlight der Wohnung, und zwar diese wunderschöne Fernsicht. Ich bin total begeistert. Wir stehen ja jetzt schon kurz hier und das ist echt traumhaft. Ja. Wir sehen hinten Fellbach, ist das richtig? Genau, hinter Fellbach kommt Schmieden. Okay. Wir haben eben den kompletten Blick ins Remstal und da hinten ist dann noch Waiblingen. Und ich muss sagen, als ich hier das erste Mal stand, diese Emotion abends, wenn man dann irgendwie ein Glas Wein trinkt oder auch mit den Kindern, wenn die hier spielen können, ich finde es grandios. Ja, ich bin auch total begeistert. Ja. Und man hat viel Platz auf dem Balkon. Auch das noch, ja genau. Ob man jetzt hier mit auch ein paar Freunden abends vielleicht den Abend ausklingen lässt oder wenn die Kinder hier spielen und die traumhafte Aussicht ist halt immer dabei. Wirklich, wirklich. Sehr schön. Dann ein weiterer Pluspunkt zu der Wohnung ist das Gartenhaus. Ist aktuell von dem Eigentümer genutzt als Hobbyraum, als Werkzeugschuppen, als Lagerraum und ist komplettes Sondernutzungsrecht, gehört also zur Wohnung dazu. Dann lass uns doch mal gemeinsam die Küche anschauen. Gerne. Wir haben hier eine Küche von Küppersbusch. Okay. Wahnsinnig viel Platz, Arbeitsflächen ohne Ende, eingelassene LED-Spots. Und diese traumhafte Theke. Da bin ich immer ganz besonders begeistert, vor allem auch jetzt hier schon direkt in der Sitzmöglichkeit, okay, wo man auch schon servieren kann für die Gäste. Und da kann man mit Sicherheit auch traumhaft Silvester genießen. Oh ja. Richtig toll. Oder Geburtstage feiern oder vor allem mit Kindern backen. Ja. Wenn die ja. Kinder hier spielen, man hat immer den Blick irgendwie auch auf die Kleinen. Es sind auch alles Soft-Close-Schubladen. Okay. Induktion haben wir auch. Dann eben die formschöne Abzugshaube. Ganz toll. Und auch der Backofen in einer Höhe, wo es einfach angenehm ist. Prima. Und hier auch die Option, ein weiteres Gerät reinzubauen. Genau, zum Beispiel eine Mikrowelle, ja. Ganz tolle Küche. So, wir haben hier noch eine kleine Erweiterung von der Küche. Mhm. Gerade auch praktisch, wenn man Speisen unterstellen will oder noch kurz was abstellen will. Ja. Hier sind wir nämlich auch dann schon bereits im Essbereich. Okay. Bietet genug Platz, auch für eine größere Feier mit mehr Personen. Ja. Ja. Auch wieder schön helle Räume. Mhm. Dann auch die Aussicht hier wieder ins Grüne. Absolut. Und was mir auch gefällt, dass man Platz hat um den Esstisch rum. Ja. Das ist nicht eingeengt, das ist sehr schön. Und man hat wiederum den Blick wieder zum Wohnzimmer, die Aussicht auf der Seite. Ja. Und hier haben wir dann auch noch den Zugang zu einer Terrasse. Das okay. heißt, Balkon und Terrasse bietet auch nicht jede Wohnung. Das stimmt. Was hier jetzt ganz schön ist, wir haben hier wie gesagt nochmal eine Terrasse zum Balkon zusätzlich. Ja. Auch Sichtschutz ist hier gewährleistet. Wir haben genügend Platz für einen schönen großen Grill. Absolut. Das ist überdacht. Ja, das ist eben auch schön. Man kann die Lamellen hier hochziehen, um die Sonne so ein bisschen, was heute ganz wichtig ist, ein bisschen abzuschirmen. Okay. Genau. Und was auch schön ist, wenn du gerade mit mir mitkommst, hier ist der Zugang direkt zum Stellplatz. Ah, okay, sehr praktisch. Der Stellplatz, der erste hier, der gehört zur Wohnung. Mhm. Einkäufe, irgendwelche Sachen auszuladen, kein Problem, hier ranstellen und dann direkt in die Wohnung. Das ist sehr schön, auch ganz toll gelöst mit diesem Tor, mit diesem Bogen. Ja.
Hof hat so was Idyllisches, sehr schön. Märchenhaft. Märchenhaft, absolut. Und hier hat man Platz noch für die Gartengeräte. Also es ist eine sehr große Terrasse zusätzlich zum Balkon. Das überrascht mich jetzt doch sehr. Möchtest du duschen? Außendusche? Oh, eine Außendusche auch noch. Genau, zur Abkühlung. Was wir hier auch noch haben auf dieser Ebene ist jetzt ein Gäste-WC hinten am Flur. Und wir haben auch noch ein Kinderzimmer. Okay. Wie man unschwer erkennen kann, von einem Mädchen bewohnt. Jawohl. Optimale Größe für ein Kinderzimmer. Schön hell. Sehr hell, ein schöner Schnitt. Ja, ganz toll. Auf dieser Ebene haben wir noch ein Schlafzimmer und eine Garderobe. Würde ich sagen, wir schauen uns zuerst mal das Schlafzimmer an. Gerne. Auch hier im Schlafzimmer genügend Platz, ein großes Bett zu stellen. Genauso wie ein Kleiderschrank, der genügend Platz bietet. Ja. Tollen Parkettboden. Und auch hier die Aussicht. Genau. Ganz toll. Die verfolgt uns hier in jedem Raum. Was wir auch noch für eine Besonderheit haben hier, ist folgendes. Der obere Bereich war früher rein Wohnung. Der untere Bereich wurde gewerblich genutzt. Und der jetzige Eigentümer hatte dann eine Idee, das bisherige Badezimmer von oben nach unten zu verlegen. Und aus dem bisherigen Badezimmer hat er sich direkt neben dem Schlafzimmer eine Garderobe gestaltet. Okay. Die ist hier. Ankleidezimmer mit viel Platz, genügend Fächer und somit perfekt neben dem Schlafzimmer. Absolut, das macht absolut Sinn. Ganz tolle Lösung. Denke ich auch. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das neue Bad unten an, ja? Sehr gerne. Wir befinden uns jetzt hier im Erdgeschoss, dem früher gewerblich genutzten Bereich, mit separatem Eingang. Und der jetzige Eigentümer hat hier Platz geschaffen für eine Garderobe mit Sitzmöglichkeit. Hier auch nochmal die Wendeltreppe nach oben. Okay. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns das neue Tageslichtbad an. Gerne. Ja. Jetzt sind wir hier im großzügigen Badezimmer. Wir haben hier die moderne bodenebene Dusche. Nebenan gleich das WC. Okay. Überall diese modernen großen Fliesen. Mhm. Eine großzügige Badewanne, großer Waschtisch, viel Platz und eben auch Tageslicht, was ich besonders wichtig finde. Das ist ganz toll gelöst, vor allem weil es oben vorher ein Gefangenenraum war. Ja. Das hier jetzt runterzulegen und alles zu einer Wohneinheit zu machen, das ist eine ganz tolle Lösung für diese Einheit. Also ich finde den Raum auch ganz besonders toll und bin schon richtig gespannt auf meine ersten Besichtigungstermine hier. Dann wünsche ich dir da jetzt viel Erfolg dabei. Vielen Dank.